Ich muss nach Stuttgart in der Spezialklinik, werde künstlich ernährt, liege dort in meinem Bett und rufe zu Gott. Ich klage ihn nicht an, sondern ich lobe ihn. Ich konnte Loblieder singen. Das bin ich nicht selber gewesen. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Mathematik und Glauben erscheinen in der Regel als Gegensätze. Hier die klaren und eindeutigen Zahlen, dort Glaubenserfahrungen, die selten sehr objektiv sind. Für unseren Gast aber lässt es sich sehr gut verbinden, aufgrund seiner eigenen Lebenserfahrungen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Diethelm Schulz. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Also, weil Sie haben ja Unglaubliches zu erzählen. Ja, es ist schon merkwürdig, dass gleich zu Beginn meines Lebens ich oft in Lebensgefahr kam. Schon gleich nach der Geburt, meine Mutter hat früher genäht und ich habe als kleiner Junge da an ihrer Nähmaschine rumgekrabbelt, ist eine Nadel in meinen Körper gekommen, gewandert. Ich habe heute noch die Narbe, man hat es mir nur erzählt, aber ich war damals schon das erste Mal in Lebensgefahr. Danach als Zweijähriger am Baggersee, auch da in Duisburg, unter Wasser gekommen, mein Mann hat mich rausgeholt. Und dann in Duisburg, dort am Rhein, habe ich mit meinen Freunden Abenteuer erlebt. Wir waren an der großen Zugbrücke und man warf felsengroße Steine auf uns runter. Oben waren ein paar Jugendliche. Und das war lebensgefährlich. Die schlugen rechts und links neben unseren Fahrrad ein. Aber Sie sind wie Superman immer da raus. Immer aus denen, wir sind gestrampelt und haben dann noch nicht an Gott oder an Schutz gedacht, sondern einfach, man muss hier weg. Aber eine Mutprobe, von der möchte ich kurz erzählen, denn an dem Rheinwiesen dort in Duisburg gibt es große Strommasten. Und wir waren zu dritt und wir haben uns die Mutprobe gemacht. Einer fängt an zu klettern und der nächste höher. Auf so diese großen Hochspannungsmasten? Genau. Und beim dritten Mal, als ich dran war, ich schätze mal so fast 30 Meter hoch und ich war kurz, so die Entfernung von hier bis zur Decke, waren dann die großen Strommasten und ich dachte, anfassen darfst du nicht. Und was war? Ein Fahrradfahrer kommt angefahren, obwohl man gar kein Fahrrad langfahren kann und ruft, Junge, Junge, stehen bleiben, Lebensgefahr. Und dann bin ich wieder runter und dann hat der Mann mir erklärt, wenn ich da oben in dem Spannungsfeld war, ich hätte von der einen auf die andere Sekunde tot sein können. Und das war wirklich Bewahrung. Mhm. Das waren so meine ersten Geschichten, so als Jugendlicher. Während im Vergleich zu dem, was da noch kam, war das ja fast harmlos. Fast noch ein Kinderspiel, wirklich genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was war am auffälligsten? Am auffälligsten waren dann drei Bombenanschläge, die ich überlebt habe innerhalb von 6 Wochen. Und wir schreiben das Wo ja, waren Sie denn? Da war ich bei der Bundeswehrlehrgang in München am Starnberger See das erste Mal. Bin da mit meiner Frau, damals noch Verlobte und Freundin, nach Griechenland zu einem Urlaub. Und wir mussten in Bonlondia auf den Weg nach Patras umsteigen. Und es war Sommerzeit und ist wohl ein Zug ausgefallen, weil es war Hochsaison. Ich habe in meinem Leben nur im Fernsehen solche Züge gesehen. Die Türen gingen nicht auf. Und es kam ein Impuls. Und wie gesagt, noch kein Christ. Ich verlasse den Bahnhof. Am Ende des Bahnsteigs springe ich runter und gehe an die Lokomotive, bis zur Lokomotive lang und eine Italienerin öffnet und ruft, ich kann da wohl noch einsteigen. Und dann laufe ich im Dunkeln zurück, meine Freundin nimmt nämlich die Taschen ab und dann gehen wir in diesen Waggon rein und stellen uns auf das kleine Trittbrett, das Paket, unsere Pakete und Gepäck mussten wir durch ein Fenster reinreichen, weil die standen alle so auf engstem Raum. Und dann ist der Zug abgefahren. Und warum erzähle ich das? Ein paar Stunden später ist im Wartesaal der 2. Klasse der größte Bombenattentat nach dem Zweiten Weltkrieg passiert. Da waren Hunderte von zerfetzten, toten Menschen, furchtbar. Und ich habe erst danach im Urlaub erlebt, ich war genau, die Fahrkarte habe ich sogar noch, dass ich genau an dem Tag, wir waren die Einzigen, die wohl da rausgekommen sind. Und in Griechenland kommt gleich das zweite Erlebnis. In Griechenland treffe ich meinen Bruder mit seinem Freund. Wir sind auf dem Campingplatz. Wir fahren auf eine kleine vorgelagerte Insel, übernachten dort, grillen kleinen Fisch. Und am nächsten Morgen mit unserem Schlauchboot hören wir Bombeneinschläge. Und wir sehen einen großen, verbombten, rostigen Schiff. Und ich denke, ist hier doch, was ist hier los? Und dann hören wir zwei Flugzeuge immer näher auf uns kommen. Und die werfen Bomben ab, scharfe Bomben. Und rechts und links neben unserem Schlauchboot. In Griechenland? Was war denn da los? Ja, ich war im scharfen Luftwaffeneinsatz der NATO. Jedes Mal unten am Peloponnes, das habe ich auch viele Jahre später festgestellt, zum gleichen Zeitpunkt, in der gleichen Woche, finden dort die Übungen statt. Das musste abgesperrt gewesen sein. Ja, aber erst am nächsten Morgen. Die kamen erst abgesperrt auf dem Rückweg. Da kamen die Polizeiboote und man hat Leuchtpistolen abgeschossen. Die konnten nicht wissen, dass am Tag vorher 4 junge Leute dort übernachtet haben auf dieser kleinen Insel. Und dann haben wir natürlich am Campingplatz da unten erstmal Geburtstag gefeiert. Ja, klar. Und dann wieder zurück aus Griechenland komme ich wieder nach München.
Und ich bin damals immer gependelt, dann auch am Wochenende von München nach Hannover. Ich gehe noch in München auf dem Oktoberfest eine Bratwurst essen, gehe durch das Haupttor auf dem Weg zum Bahnhof und hinter mir ein Riesenknall. Der zweitgrößte Bombenattentat, das München Oktoberfest im September 1980. Das heißt, diese drei Sachen habe ich hintereinander erlebt und ich habe gesagt, einfach Glück gehabt, im Jugendkreis fast schon damit ein bisschen angegeben. Heute weiß ich, das ist vorauseilende Gnade gewesen. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Es ist ja fast so, also wenn es nicht so, so tragisch wäre, also eigentlich für Sie ja schön, aber tragisch, wenn man überlegt, wie viele Menschen da gestorben sind, müsste man ja fast drüber lachen. Das ist ja gefährlich, mit Ihnen irgendwo zu sitzen. Ja, die haben mal zum Beispiel gesagt, da bist du ja wohl der Bombenleger oder solche blöden Sprüche kamen damals. Ja, ist ja klar. Ich war damals 21, 22 Jahre alt. Also, Jugendkatastrophen, dreimal Bombenanschläge, eigentlich könnte man ja meinen, das ist genug. Aber nein, das wäre nicht Sie, wenn da nicht noch mehr gekommen wäre. Nach meiner Bekehrung, als ich mit Gott unterwegs war, war ich viel auf Reisen. Und wenn man auf Reisen ist, erlebt man auch Abenteuer. Man fliegt ja auch damit mit einem Flugzeug. Und dann war ich auf einer Eingang einer Maschine und da fällt mir durch eine Windböe der Hut vom Kopf. Und ich habe mich dann durch das Band gebeugt und habe den Hut aufgehoben, der unter einem Propeller lag. Schau mir noch den großen Propeller an und in dem Moment geht das Ding los. Zentimeter am Kopf vorbei. Ich sehe doch das Bild von der Stewardess und von meinen anderen Mitpassagieren und mein Herz. Das raste natürlich. Aber ich habe dann im Flugzeug erstmal Gott gedankt. Da kannte ich ja schon Jesus. Und ich habe gesagt, Mensch, Psalm 91, er hat uns Engel gegeben an unserer Seite. Und dann kam mir noch die Geschichte mit den Schlangen in der Malawi. Ich gehe auf ein Gelände und es raschelt. Und ich denke, das sind das vielleicht Wühlmäuse. Ich war meine erste Afrika-Reise. Ich wusste zwar, es könnte Schlangen geben. Aber ich komme zurück auf das Gelände und Afrikaner schauen mich an und sagen, where are you coming from? Ich sage, I'm coming here from this field. From this field, very dangerous, everywhere poison snakes, überall Giftschlangen. Sie waren auf dem Feld und überall waren Giftschlangen und die Afrikaner waren überrascht, dass sie es überstanden haben. Richtig, und ich habe die Schlangen noch über den Baum hängen sehen, ich habe noch Fotos gemacht und die haben zu mir gesagt, ja, das ist totale Glück. Und ich sage, Bewahrung, in der Bibel steht ja, wir können über Skorpione und Schlangen gehen und es wird nichts geschehen. Und so war es. Und so habe ich also 10-mal ohne Gott Dinge überlebt, 10-mal mit Gott. Und ich habe mir immer aufgeschrieben, es war über 20 Mal, wo ich aus den unmöglichsten, lebensgefährlichsten Situationen eigentlich herausgekommen bin. Und heute sage ich, Gott sei Dank, Gott hat mich bewahrt und beschützt. Das ist wirklich unglaublich. Ja, so sagen Sie es heute. Versuchen wir doch mal ein bisschen zu rekonstruieren, wie Sie das damals dann gesehen haben. Also vor Ihrer Bekehrung, was haben Sie denn gedacht, also nachdem Sie alles Glück gehabt. Und in meinem Freundeskreis, ich war ja damals 20, 21 Jahre alt, da hat man rumgeflaxt, so, aha, bist du der Bombenleger oder was? Ne? Und ich habe gesagt, ja, Leben ist nur ein Spiel, just for fun, irgendwie Glück und Schicksal. Aber diese Werte, diese Wörter haben sich total gewendet in Bewahrung, Schutz, Gottvertrauen und mein Leben ist in seiner Hand. Das ist ja ein ganz schöner Sprung. Den schaffen nicht viele. Für die einen, wenn man mal so was erlebt hat, dann hält sich das durch mit dem Glück. Und andere haben vorher schon etwas mit dem Glauben zu tun gehabt. Da war bei Ihnen aber nichts, oder? Nein, ich habe damals noch nicht gedacht, dass Gott der real ist. Erst im Studium, muss ich sagen, habe ich dann wirklich erstmal erlebt, dass es einen Gott gibt, der nicht nur durch seine Engel uns schützt, sondern dass er da ist, um uns zu retten und dass er der allmächtige Gott ist, der Schöpfer allen Lebens ist. Wie haben Sie es denn erlebt? Im Studium. Ich habe ja Informatik studiert. Ja. Und Informatik hat ja allein schon vom Wort her mit Information zu tun. Jetzt bin ich gespannt, weil da denkt man ja eigentlich, also ausgerechnet dabei, hätten Sie jetzt Religion studiert, hätte ich ja vielleicht gesagt, naja, ist ja klar, aber nein, Informatik. Wenn Sie einen Gedanken, ich kenne ihn ja nicht, dann haben Sie den gerade ausgesprochen und durch eine Wellenbewegung ist es an mein Ohr gekommen, ich habe es verarbeitet und ich kann den Gedanken, den Sie ausgesprochen haben, dann dekodieren und abspeichern. Dieser Vorgang durch Sprache, ein Sender, ein Empfänger, hat mich fasziniert. So kann Leben nicht aus toter Materie entstehen, auch Sprache nicht. Und dann habe ich angefangen mal zu schauen, die großen Naturwissenschaftler, Blaise Pascal, Isaac Newton, viele Nobelpreisträger, die haben mehr Bücher über den christlichen Glauben geschrieben, als über Mathematik und Physik. Und wenn man sich da mal auf den Weg macht und in den Makrobereich reinschaut, und unsere... Das heißt? Der Makrobereich heißt die Größe des Universums, heißt unsere Sonne. Was für eine riesige Zahl, 150 Millionen Kilometer entfernt. Das ist nur eine Sonne, ein Stern. In unserer Milchstraße, messbar, von den Wissenschaftlern haben wir 10 hoch 11, das sind 10 Milliarden Sterne. Das ist nur eine Galaxie. Und wie viele Galaxien haben wir? Genauso viel wie Sonnen. Wir müssen also diese beiden Zahlen multiplizieren. 10 hoch 11 mal 10 hoch 11,
wenn man ein bisschen Potenzrechnung kann, die Basis bleibt bestehen, die Exponenten werden addiert, 10 hoch 22. Das sind 10 Trilliarden Sterne. Und was sagt Gott in seinem Wort, in Jesaja 40 oder im Psalm 147? Er kennt sie alle bei Namen und hat sie gezählt. So ein gewaltiger Gott. Gut, da könnte man sagen, das ist Religion, das ist Glaube. Aber diese Zahlen, die bestehen ja. Die bestehen, die sind wissenschaftlich auch belegbar. Und trotzdem meinen Sie, nicht trotzdem, aber aufgrund dieser Zahlen haben Sie für sich gesagt, das muss woanders herkommen. Ja, das kann nicht so erklärt werden. Genau, es muss einen Gott geben, der dahinter steht, hinter der ganzen Schöpfung. Und es steht ja auch so in der Bibel. Und im Mikrobereich, wenn wir unseren menschlichen Körper uns anschauen, der ja aus Millionen, 100 Billionen Zellen besteht und jede einzelne Zelle aus Milliarden von DNS-Molekülen mit einem fantastischen genetischen Code. Wer da meint, es ist per Zufall vor ein paar Milliarden Jahren entstanden, da sagen wir Wissenschaftler und wir Christen, wir sagen nein, da muss ein Schöpfer hinterher sein, der uns geschaffen hat und der Christen sagen das, aber viele Wissenschaftler werden auch sagen, Moment, wir wissen zwar noch nicht, wo es hergekommen ist, aber wir kommen ja immer weiter zurück, also wie die Astronomie eben bis zum Urknall gehen kann. Okay. Da muss man stehen lassen. Es gibt die Evolutionisten und es gibt, wie man sie sagt, und die Kreationisten. Das heißt, wir glauben an den Gott, den Schöpfer. Oder man sagt auch, es ist diejenigen, die an den Urknall glauben. Mhm. Gott beweisbar, durch die Wissenschaft würde ich sagen, nein, aber durch das Erlebte. Und ich bin zum Beispiel auch Vorsitzender von Christen im Beruf. Das ist eine Organisation, wo wir Leute einladen, Menschen einladen, was sie mit Gott erlebt haben. Und da ist für mich eigentlich der Beweis, dass Gott real ist, dass er lebt. Wenn man diese Zeugnisse hört, was hat Gott in meinem Leben getan, dass Wunder geschehen sind. Und diese Wunder, die ich in meinem Leben erlebt habe, von denen möchte ich erzählen, dann ist für mich Gott real, weil ich in dieser Beziehung zu Jesus lebe. Und dann ist mir das Theoretische, hat Gott die Welt geschaffen, ist für mich ein Ansatz gewesen. Und ich dachte zuerst, ich müsste noch alle Fragen beantwortet bekommen. Und so war es nicht, Herr Severin. Ich habe angefangen, okay, die Größe Gottes erkannt. Und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, diesen Gott möchte ich kennenlernen. Und dann ist Jesus Christus in mein Leben gekommen. Und dann habe ich erkannt, das ist ja eine persönliche Beziehung. Und dann kann ich in den Alltag Hilfe, Schutz und die ganzen Dinge, die ich für meinen Alltag brauche, erleben. Darf ich nach dem Moment noch mal fragen, weil Sie es gerade so gesagt haben, da bin ich auf die Knie gegangen. Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Sie haben nachgedacht natürlich, Sie haben Ihre Ereignisse im Kopf gehabt, alles das, was geschehen ist. Und wie ist dann diese Erkenntnis gekommen oder diese Gewissheit, dass es da einen Gott geben muss? Ich habe geschaut, wo sind andere Christen, die was Ähnliches erlebt haben. Ich kam in einen kleinen Hauskreis rein, in eine Gruppe, die erzählt haben, die Bibel ist wichtig. Das heißt, Sie waren neugierig. Ich war neugierig, genau, kann man so sagen. An Christen gewendet. Genau, im Studium natürlich dieses Interesse an Information, an Zahlen, an Größe. Aber konkreter werden, ich kannte ja noch nicht die Bibel. Und in diesem kleinen Hauskreis hat man angefangen, die Bibel zu lesen. Habe ich mir die Bibelstellen rausgesucht. Da sind ja fantastische Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Sehr logisch, dass das eingetroffen ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle 300 Prophezeiungen, die im Alten Testament über Jesus stehen, wann und wo er geboren wird, dass das eingetroffen ist. Das hat mich fasziniert. Und was würden Sie sagen, wenn man doch auch weiß, dass bestimmte Dinge im Neuen Testament so geschrieben worden sind, damit sie eben zu diesen alttestamentlichen Prophezeiungen und auf Jesus hin passen? Das glaube ich nicht so. Ich glaube wirklich, dass diese Sachen, die eingetroffen sind, nicht im Nachhinein, sondern man hat ja die Jesaja-Rolle, die man ja in Qumran gefunden hat. Da hat man nicht im Nachhinein gesagt, okay, es ist jetzt deswegen geschehen, weil es da niedergeschrieben ist. Und Jesus hat bestimmt nicht gesagt, oh, was muss ich tun? Muss ich mit dem Esel nach Jerusalem reinreiten? Ich bin da geboren, das passt schon. Oh, jetzt muss ich ans Kreuz gehen, denn die Kreuzigung ist ja auch schon im Alten Testament angekündigt und die Auferstehung. Aber dass er eigentlich aus Nazareth war, aber in Bethlehem geboren worden sein soll, ist für Sie auch kein Hinweis, ist für Sie klar? Ist für mich, ob Nazareth, Bethlehem, da würde ich jetzt auf den Geburtsort nicht so genau jetzt das festlegen wollen. Für mich ist auf jeden Fall wichtig, Jesus Christus ist der Mensch gewordene Gott, den man erfahren kann. Und das, was Sie mich ja fragten, wie hat es angefangen? Ich habe gesagt, nicht mehr mit dem Verstand, sondern es muss in mein Herz rein. Und dann bin ich wirklich auf die Knie gegangen. Ich habe meine Sünden bekannt und bin dann mit Gott, dann, das ist ja auch schon fast über 30 Jahre her, dann wurde es ja richtig spannend, mit Gott hinein in Prüfungen zu gehen, im Studium ihn zu erleben. Da haben Sie auch wieder einiges erlebt, ne? Ja, da habe ich eine ganz wunderbare Geschichte erlebt im Studium. Ich habe ja mein Studium mit Familie, ich habe ja damals schon meine vier Kinder gehabt. Und es war ja nicht einfach, unbedingt das Studium mit BAföG so durchzubekommen. Und ich war in einer meiner letzten Prüfungen, praktische Informatik. Und der Professor hat mir einen Text vorgelegt und ich sollte da irgendwelche Zahlen sortieren. Und ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, ich bin hier im falschen Film.
wieso hier wirtschaftliche Texte und politische Sachen? Ich habe Informatik gelernt, ich muss doch hier irgendwie meine Algorithmen anwenden. Das hat er dann auch gemerkt und ich habe ganz ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Und dann ist er mit mir zum Flipchart gegangen und hat da so ein Diagramm aufgezeichnet. Sie haben in der Prüfung gesagt, ich verstehe es. Ja, ich habe, und dann, ja, ich musste, weil ich, und hat er auch gemerkt. Ja. Und er hat mir sogar die Hilfestellung da gegeben. Er hat gemerkt, dass ich jetzt nicht verstehe und hat mir dann die Hilfestellung gegeben, am Flipchart jetzt diesen Text mal in ein Diagramm zu bringen. Oh je. Und jetzt fängt er wieder an und es geht einem gar nicht so gut, wenn man merkt, ich habe schon wieder nichts verstanden. Ja. Und die ersten Gedanken waren wirklich, gleich bist du durchgefallen. Zu Hause die vier Kinder, noch ein weiteres Jahr. Und ich habe diese Zweifel gemerkt und meine Schweißausbrüche. Und ich habe dann plötzlich geswitcht und ich habe gesagt, ich kenne doch Gott. Ich habe schon so viel mit Gott erlebt. Er hat mich so oft bewahrt. In Sekundenschnelle habe ich angefangen zu beten und habe gesagt, Herr, hilf mir jetzt. Und ich brauche Hilfe und zwar jetzt. Und da war die Tafel vollgeschrieben. Ich habe aufgehört zu beten und es kam ein Wort. Im Inneren heraus, ich habe einfach gesagt, in order. Und dann sagt der Professor, in Ordnung, dann machen Sie es doch, Herr Schulz. Jetzt. Sagt, nein, in order. Und das war ein Algorithmus, den man auch gelernt hat. Und dann sagt er, also die wollen das mit dem In-Order-Algorithmus lösen, habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Und dann gibt es einen Pre-Order, In-Order, Post-Order-Algorithmus. Ich bin in den Nebenraum gegangen, das hatte ich ja gelernt. In 2 Stunden war ich fertig mit meinem Listing, bin zum Professor hingegangen. Sagte, Herr Schulz, geht doch, 1,0. Zwischen Durchfall und Bestehen an der Diplomprüfung ein Gebet. Die einen hätten gesagt, es ist ein Geistesblitz, für sie war es Gott. Ja, für mich ist es kein Zufall, sondern es ist Hilfe Gottes. Denn im Psalm 121 steht, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und diese Hilfe habe ich im Alltag schon oft erlebt. Nicht nur als Bewahrung, sondern auch in meinem beruflichen Werdegang weiter. Als ich dann das Diplom geschafft habe, ich bin doch nicht gleich dann Lehrer geworden. Ich habe 10 Jahre lang noch was ganz anderes gemacht. Ich habe ein Hilfswerk gegründet. Das da haben wir zum Glück noch eine zweite Sendung, da können wir das dann ausführlich erzählen. Okay. Machen die Leute mal neugierig, denn da gibt es auch wieder schöne Geschichten zu erzählen. Aber das Schöne ist, dass auch in einer Krise, von der wir ja nicht verschont werden, auch wir Christen nicht, wie man da durchgeht mit Gottes Hilfe. Denn ich habe durch einen Umzug mit meiner Familie aus Celle nach Baden-Württemberg, wo ich genau wusste, durch einen Impuls, wir sollten umziehen nach Öhringen, diese Stadt. Und wir sind umgezogen und haben dann erlebt eine Krise, dass ich das Haus nicht mehr verkaufen konnte. Ich hatte eigentlich einen Käufer, der Notartermin stand fest und plötzlich kommt dieser Mann nicht zum Notartermin. Was für ein Schock. Und dann sagt der Notar, wir finden einen besseren Käufer und ich habe auch weiter gebetet, Gott wird mich ja schon versorgen. Als der zweite Käufer auch schriftlich alles vorbereitet auch nicht kam, kamen wir alle ins Stutzen. Und ich kam da auch nicht ins Zweifeln, denn der ganze Immobilienmarkt ist zusammengebrochen. Und unser Haus kam in eine Zwangsverwaltung, fast in eine Zwangsversteigerung. Und ich konnte es nicht mehr verkaufen und ich musste es vermieten. Und dieser Vermieter, der dann kam, ich dachte, dann ist das Haus ja noch gerettet, das war ein Mietpreller. Obwohl er selber mit Geld eine Heizung eingebaut hat. Und ich dachte, das ist doch jetzt die Lösung. Ich bekomme nach 3 Monaten keine Miete, nach 4, nach 5 Monaten. Und die Bank sagte, Herr Schulz, Ihr Haus steht vor der Zwangsversteigerung. Und so kam ich dann in die Privatinsolvenz, weil ich ein Betrüger beraten bin. Jeder Drehbuchautor hätte alle diese Szenen gestrichen. Das ist ja nicht mehr zu glauben. Aber dann, ja, wie geht's weiter? Und dann geht's noch weiter, dass ich alles verloren hatte. In der Privatinsolvenz kann man ja kein Geschäftsführer mehr sein, kein Ältester mehr sein, man hat die Ämter abgegeben. Meine Frau musste einen Offenbarungsakt leisten. Wir haben alles verloren. Wir mussten unsere 4 Kinder noch weiter irgendwo durch die Schulen bringen. Und dann bekomme ich auch noch nach einer Zahnarztbehandlung eine vereiterte Kiefernhöhle. Und ich musste in dem Moment auch noch? Kurz danach. Alles in der gleichen Phase. In der Zeit, ja. Und ich musste nach Stuttgart in der Spezialklinik, werde künstlich ernährt, liege dort in meinem Bett und rufe zu Gott, ich klage ihn nicht an, sondern ich lobe ihn. Ich konnte Loblieder singen. Das bin ich nicht selber gewesen. Und dann bin ich auf eine Bibelstelle aufmerksam gemacht worden, dass dort im 4. Buch Mose steht, dass Judah, einer der 12 Söhne von Jakob, Kinder bekommt, nämlich Zwillinge, und der eine von denen heißt Peres. Dann habe ich eine Predigt gehört und genau in dieser Phase gehört, dass Judah heißt Lobpreis und Peres heißt Durchbruch. Der Lobpreis erzeugt den Durchbruch. So haben Sie es. Und so habe ich den Durchbruch erlebt, genauso wie Paulus und Silas im Gefängnis. Die haben Loblieder gesungen und dann sind die Gefängnistüren aufgegangen und sie kamen in ihre Berufung, haben das Evangelium verkündet. Und so war dann für mich der Durchbruch und so bin ich in den Schuldienst gekommen.
Und dann habe ich eine... Moment, also das Haus war aber noch, oder konnten Sie das dann auch verkaufen? Das wurde dann verkauft, ein Missionar, das war eine Gebetserhörung, der kam aus Brasilien zurück, er sagte, das Haus kaufe ich, etwas günstig. Ich konnte auch das Haus meiner Eltern, die als Grundschuld gegeben haben, das konnten wir alles klären, die Finanzen wurden geregelt. Ich bin 7 oder 8 Jahre durch diese Privatinsolvenz, Gott hat mich wiederhergestellt. Und so sind wir sowohl finanziell als auch alle meine Titel habe ich zurückbekommen. Und das, was Sie über Jahre wollten, aber nicht geklappt hat, nämlich Lehrer werden, hat dann nun auch noch geklappt. Das hat ja auch, so kann man in die Berufe. Das ist so eine Krise. Jetzt war plötzlich der Ruf in Baden-Württemberg, wo sind die Mathematiklehrer? War genau der Zeitpunkt, das war 2004. Und so bin ich dann in den Vorbereitungsdienst, habe mein zweites Staatsexamen gemacht, war 10 Jahre lang am Technischen Gymnasium in Öhringen und bin so in den Schuldienst gegangen. Und dann war alles wiederhergestellt. Und dann kommt das dritte Mal, wo Gott ganz klar redet, du sollst umziehen. Und dann ging es nach Griechenland. Nach einem Gottesdienst sagt meine Frau und ich gleichzeitig, wir sitzen im Auto, ich habe einen Impuls nach dem Gottesdienst, wir sollen umziehen, und zwar ins Ausland. Ich sage, den gleichen Impuls habe ich auch. Und dann dachte ich zuerst, es geht eines der Projekte, die wir damals hatten. Und dann sehe ich am Computer zu Hause, es gibt Auslandsschulen. In fast jeder Hauptstadt in Deutschland, auf der Welt, es sind 150 Auslandsschulen, habe ich mich beworben. Und am Tag, wo meine Bewerbung freigeschaltet wurde, meldet sich der Direktor aus Athen und sagt, Herr Schulz, Sie müssen sofort kommen, wir brauchen Sie als Mathelehrer. Und dann bin ich sofort mit meiner Frau nach Athen, das war im Januar 2014, den Vertrag gemacht. Schöne Zeit, ins Mittelmeer zu gehen im Januar. Ja, es war eine sehr schöne Zeit, aber auch anstrengend, denn es war in dem Sinne auf der einen Seite ein schönes Land, aber wissen Sie, Herr Severin, das war die Zeit der Flüchtlingskrise. Ja, das ging dann auch los. Die haben uns überrollt in Athen, 2015, bis 2017 war ich dort. Ich glaube, dazu werden wir auch in der anderen Sendung was sagen können. Da können wir dann, ja, genau. Auch die Hilfsprojekte. Genau. Also wenn man das jetzt mal alles so zusammenfasst, es ist ja also eine Perle-Errettung nach der anderen. Nun ist es ja so, dass, also Sie führen das auf das Gebet zurück, dass Sie immer wieder errettet worden sind, dass Gott Sie retten wollte. Es werden aber auch viele Zuschauer da sein, die sagen, ich habe doch auch gebetet und gebetet und gebetet und bei mir ist nichts passiert. Im Gegenteil, bei mir kommt keine Perlen der Errettung, sondern es sind ein Unglück nach dem anderen. Und ich verzweifle an Gott, fühlen sich eher wie Hiob. Was sagen Sie denen? Warum bei Ihnen so und bei den anderen so? Machen die was falsch? Oder? Erstmal sage ich, ich habe keine Antwort, denn die Bibel sagt ja selber, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ich weiß aber, dass Gott gerecht ist. Und wir sprechen ja in Corona-Zeiten immer von diesen G-Regeln, ne? 2G-Regeln, 3G-Regeln. Ich würde dann sagen, schau doch mal die 4G-Regel an, die Gott uns gibt. Denn wir haben Gottes Wort, wir haben Gottes Geist. Wenn du erstmal seinen Geist aufnimmst, dann ist das schon mal eine ganz andere Beziehung. Dann kannst du Jesus kennenlernen. Dann kommt das dritte G, das ist nämlich der Glaube. Und wenn du glaubst, dass Gott, mit dem du rechnen kannst, dir hilft, dann sag ich habe es ausprobiert, probiere es aus. Ich kann ja nicht sagen, Gott ist ja kein Automat, ich werfe es rein und es gelingt. Aber ich kann es ja nur für mein Leben sagen. Ich habe mit Gott gerechnet, ich habe ihn im Glauben erlebt. Ich möchte aus Glauben leben, so wie die Bibel es sagt. Und das Gebet, was Sie jetzt ansprechen, ist eine gewaltige Kraft. Die Power im Gebet. Und ich weiß nicht, wie der Mitmensch, der Gott da fragt, warum passiert nichts. Ich kenne ja nicht sein Gebetsleben. Ich weiß nicht, was er so im Privaten tut. Ich möchte authentisch sein. In meinen Krisen, ich habe gebetet und ich bete heute auch. Und ich finde das Gebet total wichtig. Wir können in den Krisen gerade genau dann Gott erleben, wenn wir im Gebet ihm unsere Anliegen bringen. Denn wir haben ja nicht, wenn wir nicht bitten. Gott sagt ja, komm. Und ich durfte es erleben. Und in den Krisen habe ich Glauben gehabt, durchzuhalten. Das ist mein Leben. Und ich weiß, das Allerschönste kommt ja noch. Denn wir haben ja eine Heimat im Himmel. Und da werden eines Tages alle Tränen abgewischt sein. Da werden wir kein Leid mehr haben. Aber ich hoffe, dass viele auch unserer Zuhörer diesen entscheidenden Weg auch einschlagen, sich zu entscheiden für den Weg im Glauben für Jesus. Denn das ist ja nicht die Eintrittskarte. Vergebung der Sünden, Jesus aufnehmen, seinen Geist spüren und dann hineingehen in die Ewigkeit. Und dann ist es egal, ob ich 70, 80 oder 90 Jahre alt werde. Ich freue mich darauf und Jesus wird bald wiederkommen. Also was sicher gut ist und was eine wunderbare Ermutigung ist, ist zu sehen und zu hören, dass es Ihnen so gegangen ist. Und das wird hoffentlich viele eben auch ermutigen, den Weg nicht aufzugeben, obwohl ich die verstehen kann, die sicher jetzt auch hier sitzen und sagen werden, bei mir war es nicht so. Der sagt mir zwar, ich soll beten und ich soll glauben und ich soll es annehmen und ich habe es alles getan und trotzdem nicht. Vermutlich bleiben wir vor der Frage stehen, wir wissen es nicht, warum. Aber Gott tut Wunder
Und wir sollen diese Wunder weitersagen. Jeder Einzelne hat diese Wunder. Das haben Sie jetzt gerade getan. Und das versuche ich auch in meinem Leben so weiterzugeben. Sagen, wir haben einen Gott, der Wunder tut, und von dem wollen wir weiter erzählen. Sehr gut. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie es heute bei uns getan haben. Alles ja, Gute Ihnen. Danke Ihnen für das Gespräch. Genau, das tue ich auch. Ihnen danken, dass Sie heute dabei waren und uns zugehört haben und sich hoffentlich ermutigt fühlen nach diesem Gespräch. Alles Gute Ihnen, hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Tschüss.